willkommen bei E-Commerce Vision mit einem weiteren Video-Interview. Zu Gast haben wir heute den Peter Hartmann. Bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich noch meinen Kollegen, den Frank Zimmermann, begrüßen. Aber der Herr Hartmann stellt sich vielleicht unseren Zuschauern selbst mal vor, woher er kommt, was er macht. Und ja, dann legen wir einfach mit dem Thema los. Software, Technik im E-Commerce, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt. Herausforderungen, warum das ganze Thema so wichtig geworden ist, vielleicht zukünftig auch noch wichtiger werden wird. Herr Hartmann, stellen Sie sich einfach mal kurz vor. Ja, also mein Name ist Peter Hartmann. Ich habe 1975 mit der IT begonnen, bin seitdem selbstständig. Ich habe mich dem Direktmarketing seit 1982 verschrieben und wir haben Lösungen auf der IBM-Plattform. Bis heute haben seit 2009 Lösungen auf Microsoft Dynamics AX, auf einer neuen Windows-basierenden Plattform. Und ich denke, dass wir in diesem Gebiet dann richtig gut aufgestellt sind, weil die neuen Anforderungen an die unterschiedlichen Medien, die sind eben durch diese neue Plattform gegeben. Wir haben alle Kanäle, alle Verkaufskanäle, die können wir damit bedienen. Und der bisherige Versandhandel, der hat natürlich heute eine ganz andere Ausprägung. Heute spricht man absolut vom E-Commerce, denn eine Zukunft hat jeder Versender oder jedes Unternehmen nur, wenn es sich dem ganzen E-Commerce aufschließt und da eben die volle Power mit eingibt, damit hier diese neuen Verkaufstechniken einfach abgedeckt werden können. Die Jugend von heute, die fährt über die Social Media Daten ab und damit muss man einfach sich in diesen ganzen Dingen öffnen. Sie haben es eben schon angesprochen, die neuen Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen rein technisch bedingt? Nein, ne? Sondern es sind ja auch viele Prozesse, die das Unternehmen, der Versandhandel, zunächst als mal, ich sag mal, als Hausaufgaben machen muss, um überhaupt Multichannel betreiben zu können. Was hat sich geändert aus Ihrer Sicht? Was sind so die Herausforderungen, auch insbesondere auch technisch geworden, die man einfach heute als Online-Händler bedienen und auch wissen muss? Während früher die ganzen Prozesse batch-orientiert waren, das heißt, es ist irgendwo eine Bestellung schriftlich oder per Callcenter reingekommen und dann hat man das nach und nach abgearbeitet und dann kam am Ende irgendwo ein Paket oder mit Inhalt raus oder es gab eben nur eine Vergrößerung. Somit tickt das heute ganz anders. Wenn heute eine Bestellung über das Internet kommt, dann bekommt der Kunde schon in diesem frühen Stadium schon mal ein E-Mail, eine Information. Vielen Dank, deine Bestellung ist, haben wir registriert und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Oder es bekommt der Kunde, wenn er Neukunde ist, gleich mal ein Dankeschön für seine Anmeldung und gleich einen Gutschein, den er dann wiederum gleichzeitig einlösen kann. Und dann ist die nächste Prozesskette im Unternehmen, dass jeder Schritt, jede Transaktionsstufe, ob das dann im Kommissionieren ist oder im Versand oder dann beim Versandausgang, es werden sogenannte Trigger-Mails begleiten im ganzen Vorgang und man hält den Kunden somit auf in der laufenden Information. Er weiß immer, wo er genau steht. Und wenn er dann die Ware bekommen hat und dann bei Nichtgefallen eine RMA, eine Retouranforderung auch wiederum übers Internet machen, auch da wird er immer im Dialog, in der Wechselwirkung bedient und informiert. Und selbst wenn dann die Rückzahlung, wenn er per Vorauskasse bezahlt hat oder Kreditkarte und dann seine Ware retourniert und dann auch da bekommt er dann lieber Kunde, wir haben deine Retour erhalten und die Rückzahlung ist in Vorbereitung, ist die Rückzahlung durchgeführt, dann bekommt er auch sofort wiederum eine Mitteilung. Hallo Kunde, wir haben heute deine Rückzahlung deinem Konto wieder gutgeschrieben oder auch über die Kreditkarte oder wie auch immer zurückerstattet. Und somit
freut sich der Kunde, er ist immer im Netz, er ist immer dran. Es ist keine, diese ganze Phase der schlafenden Kunden, dass sie dann jedes halbe Jahr oder einmal in der Saison nur angeschrieben werden oder sich melden, die sind vorbei. Es ist eine Interaktion und heute sind ja die modernen Shops, die haben ja alle ihre Links, gefällt mir nicht und so weiter, für Facebook, Twitter und so weiter. Auch da sind einfach die Voraussetzungen heute technischer Art so super, dass man das ohne große Programmierung mit einfachen Links bewerkstelligen kann. Mhm. Herr Hartmann, vielleicht können Sie mal praktisch erläutern an einem konkreten Beispiel. Ich denke da an die Firma Bruckner, für die Sie ja tätig sind, wie Sie da die Prozesse umgestellt haben und in die von Ihnen eben geschilderte moderne Richtung angestoßen haben. Die Firma Bruckner Home Shopping, die kommt ja aus dem Quelle-Konzern heraus. Das war ja eine Beteiligung von Bruckner und von Quelle. Und mit dem Niedergang von Quelle mussten wir da innerhalb sehr kurzer Zeit, also wir hatten gerade mal 6 Monate Zeit, um diese Datenübernahme und diese Umstellung auf ein neues System eben durchzuziehen. Und da war enge Zusammenarbeit dort mit Bruckner, insbesondere mit Herrn Sauter und Frau Becker, die Prozesse alle sehr genau kannten und wir im Dialog eben die neue Prozesskette eben mit denen besprochen haben. Und bei Bruckner war dann ein Besonderes, dass eben Bruckner diese sogenannte 6Ms verfolgt hat, also diese Multi-Currency, Multi-Language, Multi-Country und so weiter, das ist ein Multi-Channel, dass eben da Anforderungen von der ersten Stunde an da waren, die wir dann mit unserer Software, mit unserer Lösung auch termingerecht einsetzen konnten. Und die weitere Entwicklung bei Bruckner ist sehr positiv. Man hat jedes Jahr sehr schöne Zuwachszahlen, die genaue Zahlen darf ich natürlich nicht nennen, aber man ist heute sehr zufrieden mit der Lösung und hat weitere Expansionsideen auf dem Radar. Wie ist das? Das würde, glaube ich, viele Zuseher oder auch E-Commerce oder Online-Händler auch interessieren. Was muss ich für Voraussetzungen schaffen als Online-Händler, damit ich genau das, was Sie sagten, Trigger-Mails, die interne Kommunikation zum Kunden wirklich auch so gestalten kann, dass ich da wirklich auch einen Mehrwert habe und letztendlich das auch sich irgendwo in Umsätzen oder beziehungsweise Zufriedenheit des Kunden widerspiegeln kann. Ich brauche zum einen mit Sicherheit ein CRM-System, also eine Datenbank, wo die Kundendaten gespeichert werden. Wie kriege ich diesen Workflow hin, dass ich das einsetzen kann, so wie Sie das gerade geschildert haben? Also 90, sagen wir, oder 80% der Leistung, die ist durch das System, das wir in Zusammenarbeit mit Microsoft anbieten, in diese Speziallösung gegeben. Der entscheidende Punkt ist aber, und das Ziel, das oberste Ziel, muss die Kundenzufriedenheit sein. Und da brauchen wir eben den Anwender, der muss selbst absolut willens sein, der muss richtig gierig sein, diese neue Techniken anzuwenden, muss formulierungsbereit sein, muss, wenn er irgendwie aus dem Callcenter, aus dem Kundendienst heraus erfährt, dass irgendwelche Dinge nicht optimal laufen, dass er dann das nicht als böser Kunde abschiebt, sondern dann sofort daraus lernt und sagt, aha, da müssen wir noch irgendwas tunen, da müssen wir bessere Formulierungen reinbringen, da müssen wir darauf achten, dass die Mails früher rausgehen oder wenn über Strecken, es gibt ja Versender, oder auch über das Multichannel, dass wir sogenannte Streckenlieferanten haben oder Bestellungen on demand, dass eben dann der Versender selbst diese Ware gar nicht im Haus hat, sondern die Bestellung reinkommt und er schickt die dann, er transferiert die an seinen Lieferanten und auch da müssen dann diese Zeitabstände und diese Informationen, wann sich wo die Ware bewegt, die müssen sehr eng getriggert sein und da muss der Lieferant auch wiederum mit ins Boot genommen werden, damit er auch da zur Kundenzufriedenheit eben beiträgt.
Das ist ein absolutes menschliches Spiel. Die technischen Voraussetzungen, die sind heute schon zu einem großen Prozentsatz gegeben. Die muss man eben in der Software nur entsprechend gut einbinden und das Ganze rundlaufen machen. Das ist dann auch zeitgesteuert, einfach läuft und am Wochenende. Und wenn dann irgendwann mal ein Server abbricht, dann muss man wiederum Sicherheitsvorkehrungen haben, dass dann irgendwelche direkten Meldungen an die IT-Abteilung kommen und sagen, Achtung, hier ist ein Server abgeschmiert, fahrt er neu hoch. Und dann, oder wenn Mails mal nicht rausgehen, dass man auch da Sicherheitsvorkehrungen hat, die dann sofort an die IT-Abteilung auslösen, sodass der Kunde, wenn es zu irgendeiner Störung technischer Art mal kommt, dass er letztlich gar nichts davon merkt, sondern dass es durch die IT-Abteilung so kurzfristig dann getriggert wird, festgestellt wird, geschoben werden kann. Wie, also dieses ganze Thema Multi-Channel betrifft ja eigentlich jeden Online-Händler. Also jeder hat ja irgendwo den Bedarf oder das Ziel, irgendwann mal Multi-Channel betreiben zu können. Gibt es gewisse, ich sag mal, Größen, die ein Unternehmen, ein Online-Händler haben muss, damit es sich überhaupt lohnt, in Ihrem Fall dann auch Ihre Software einzusetzen? Oder sagen Sie, das kann auch schon ein kleineres, mittleres Unternehmen machen, da gibt es verschiedene Module, Anwendungsmöglichkeiten, damit ich überhaupt mal diesen Anfang hinbekomme, zu sagen, ich gehe in diesen Multi-Channel-Bereich rein? Also es wäre zu blauäugig oder es wäre nicht ehrlich, wenn man sagen müsste, das kann auch ein Anwender, ein Versender, der dann vielleicht eben 100 Bestellungen pro Tag hat. Die Grundinvestition, die er für ein IT-System mit Software hat, das beginnt irgendwo schon bei guten 200.000 Euro. Und da muss also diese Investitionsbereitschaft, die muss auch für einen, der nur 20 User hat, die muss er schon mal mitbringen, um das dann wirtschaftlich vertreten zu können. Da ist dann natürlich davon abhängig, was ist sein Deckungsbeitrag pro Bestellung, wenn er 200 Bestellungen am Tag hat und je Bestellung, also wenn das im B2B-Bereich wäre, und dann einen Bestellwert hat von irgendwo über 500 Euro pro Bestellung, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn ich einen Versender habe, der irgendwelche Neuheiten verkauft, die dann im Schnitt irgendwo bei 30, 40 Euro pro Bestellung liegen. Da ist eben die Marge, der Deckungsbeitrag, ist da eben nicht so groß, dass man dann so eine Investition rechtfertigen kann. Es muss jeder, also das machen wir mit unseren Kunden, wir machen in der Beratungs-, in der Vorphase der Beratung, machen wir auch solche ROI-Berechnungen mit den Kunden zusammen und sagen ihm dann auch klar, das ist eine Größenordnung, wenn du die erreichst, wenn du diesen Deckungsbeitrag pro Sendung und so weiter hast, dann rentiert sich das. Ansonsten nimm irgendeine kleine Standardlösung, die ja heute auch auf dem Markt gibt, die mit bescheidenen Ansprüchen auch schon eine ganze Menge abdecken. Was würden haben Sie denn, Entschuldigung, ja bitte. Haben Sie denn, Herr Hartmann, auch aus Ihrer Praxis konkrete Beispiele, in welchem Zeitraum der Return on Investment da sein kann? Wir haben einen, ja, wir haben wir gemacht oder machen wir ständig. Wir haben jetzt zum Beispiel den Versender Lobaron, der Möbel, Wohnaccessoires und so weiter verkauft. Und der hat ein Start-up-Unternehmen gewesen, mit dessen Geschäftsführer ich also persönlich eine sehr gute Chemie habe. Und ich habe ihm also hier da gesprochen und gesagt, ich unterstütze ihn dabei bei der ganzen Investitionen bei dem zeitlichen Ablauf und wir haben dort ein Mehrphasenmodell durchgezogen, was ihm eben ermöglicht hat, auch mit 10 Usern eben zu beginnen und dann eben zu wachsen. Und heute sind wir über 30 User und er hat eine neue Mandanten jetzt in der Pipeline, wo er noch weitere Branchen eben da mit aufnehmen wird.
also von dem neben dem Möbelgeschäft, was übrigens über viele Verkaufskanäle in der Zwischenzeit bei ihm läuft, also ob das dann Amazon oder Tradebyte oder so solche Kanäle oder auch Rewe, also es gibt auch andere Märkte, die seine Ware mit in den Shop mit anpreisen und so weiter, da hat er dann sehr schnelle Wachstumschancen gesehen und auch hat die auch erfolgreich umgesetzt. Ich habe eine Frage noch, und zwar, Sie sagten ja auch bei Ihrer Vorstellung, dass Sie aus dem Direktmarketinggeschäft kommen. Wenn Sie mal so ein paar Jahre zurückblicken, wie hat sich das Geschäft im Direktmarketing denn verändert? Auch aufgrund des Onlinehandels, des E-Commerce, es ist alles schnelllebiger geworden. Ich glaube, die Anforderungen der Konsumenten haben sich einfach verändert. Was sind so die größten Veränderungen aus Ihrer Sicht und Ihrer langjährigen Erfahrung? Ja, die Schnelllebigkeit, die Entscheidung zum Kauf. Heute gibt es viel mehr spontane Käufe, spontane Kaufentscheidungen, während früher, als das reine Kataloggeschäft da war oder Einzelwerbungen, früher hat ein Katalog, den gab es zweimal in der Saison oder einmal in der Saison, ein Vorkatalog, und dann irgendwie, wenn die zum Ende der Saison hat man dann nochmal über die Restprodukte nochmal einen kleinen nachgeschickt. Heute tickt das ganz anders. Heute muss man ständig mit neuen Ideen, mit neuen Kaufanreizen da sein. Und wenn man den Kunden dann einmal im Shop hat, dann darf man ihn letztlich nicht mehr verlieren. Man muss ihn führen. Es muss alles sehr, sehr leicht gehen. Es dürfen da keine Hemmnisse mehr da sein, dass dann durch den Zahlungsvorgang das dann zu kompliziert ist, sondern das muss alles auf der Klickebene liegen. Dann fühlt sich der Kunde wohl und dann führt man ihn auch zur Kasse. Denn das ganze Bewegen in den Shops, das wird ja seit Jahren aufgezeichnet, und da gibt es Google Analytics-Programme, die dann genau sagen, an welcher Stelle ein Kunde dann aussteigt und so weiter. Diese Hürden, die sind in der Zwischenzeit von den guten Shops alle schon beseitigt. Das läuft rund. Heute kommt es darauf an, dass ich eben von der Produktbeschreibung, von der Produktdarstellung den Kunden über die Emotion gewinne und sage, jawohl, das brauche ich, das will ich haben. Und dann ist eben der Klick eben da, das hat dann auch bestellt. Wie wichtig ist oder was sind für Sie so wichtige Kennzahlen auch? Sie sagten ja gerade, es geht um die interne Kommunikation, um Trigger-Mails. Welche KPIs oder welche Kennzahlen sind wichtig aus Ihrer Sicht, um das Ganze auch zu analysieren? Also geht es rein um den ROI oder bieten Sie auch selbst in der Lösung umfangreiche Statistiken an, die mir auch zeigen als Online-Händler, das und das verändert sich, so und so tickt der Kunde. Ich gewinne vielleicht sogar noch Sekundärdaten, wo ich sagen kann, der Kunde, oder ich gewinne Informationen vom Kunden, die ich vorher gar nicht kannte, nicht wusste. Was gibt es für statistische Möglichkeiten und Analysemöglichkeiten? Also wir haben früher auf AS400, auch in der IBM-Welt, da hat man riesige Datenbanken aufgebaut und dann im Nachhinein analysiert. Heute setzen wir als BI, Business Intelligence Programm, Targets ein, und das erlaubt letztlich, wir bauen da entsprechende Cubes auf und machen da Standardvorschläge dem Versender, wonach er dann seine Primärzahlen bekommt, so wie bei Bär, Schuhversender Bär. Der hat ja als Beispiel, der hat 25 Filialen online dranhängen. Der hat seinen Versandhandel dranhängen. Der hat Japan mit am System hängen und seine Produktion in Indien. Und er möchte natürlich jeden Morgen um 9 Uhr hat Herr Sebastian Bär eben seine Zahlen auf dem Tisch. Der weiß, was in welcher Filiale gelaufen ist, welche sind die Renner, die Penner von den Schuhen her. Wo sind Ausnahmen, wo gibt es Ausreißer vom letzten Tag, wo sind Warenbestände plötzlich, die Warenverteilung ist ja in der Filiale ein ganz besonderes Thema, weil die Zentrale, die verfügt meistens über genügend Ware und die Filialen zu wenig.
So, wenn jetzt eine Filiale in Berlin durch irgendeine Messe oder Messeankündigung plötzlich einen höheren Bedarf an einzelnen hochwertigen Schuhen hat, dann muss das frühzeitig erkannt werden, wenn da jetzt plötzlich an einem Tag von einem bestimmten Modell 10, 20 Stück gekauft werden, dann muss das aufpoppen und dann muss sofort überlegt werden, gibt es da irgendeinen besonderen Anlass, und dass dann sofort reagiert wird und über Einlieferungen die Ware von einer anderen Filiale vielleicht umgeswitcht wird, geschoben wird in diese Filiale, die jetzt eine besondere Nachfrage hat. Dieses Schnelllebigen, das schnelle Erkennen von Marktveränderungen, das ist heute gegeben und das machen wir über dieses BI-Tool. Und wie sieht das aus? Wie komplex oder aufwendig ist zum Beispiel die Anbindung an ein bestehendes Shop-System? Also gibt es da Schnittstellen auch zu bestehenden Shop-Lösungen wie Magento, Oxid oder wie sie alle heißen? Oder ist das alles in die individuelle Geschichte? Wie läuft das genau? Das war ein sehr großes Thema in der Vergangenheit. In der Zwischenzeit haben wir uns, haben sich zwei Shops, die haben sie die Shop-Produzenten, also Magento und Oxid, die haben sich doch so nach oben geschoben. Also das sind so die Nummer 1 und 2. Und dafür gibt es heute Schnittstellen, die wir einfach vorbereitet haben. Heute, heute läuft das alles über sogenannte Web-Services oder über XML-Files. Die Web-Services, die sind interaktiv. Da kommen eben Anfragen aus dem Shop direkt über irgendeine Bestandsabfrage oder eine Bonitätsabfrage. Das machen wir alles im ERP-System. Und wenn wir das eben im Bruchteil von Sekunden im Shop eben zurückmelden, sodass der Shop sich nicht mehr um die Programmierung von diesen Dingen kümmern muss, sondern er macht nur die Anfrage, macht einen Adresscheck, sagt, ist der Kunde überhaupt da, oder kann man die alte Adresse von ihm verwenden, oder hat er Bonitätsdaten aus der Vergangenheit. Somit kann dann der Shop viel schneller vielleicht die richtige Zahlungsart vorschlagen, was in der Vergangenheit eben nicht ging. Dann hat man mal mit Rechnungslauf begonnen oder hat nur auf Vorauskasse gemacht. Und der Trend neben Kreditkarten und Vorauszahlung und PayPal und so oder Klarna, es geht schon wieder mehr auf Rechnungskauf, weil der Kunde mehr Vertrauen auch vom Versender geschenkt bekommen will. Also diese Schnittstellen-Thematik, die ist heute so vielfältig, das sind in der Zwischenzeit irgendwo 30, 40 verschiedene Webservices oder Schnittstellen, die man dann online macht oder wenn der aus Sicherheitsgründen, wenn eine Verbindung vom Shop zum ERP-System, wenn die aus technischen Gründen mal, oder dass die Leitung nicht da ist, dass die mal nicht stattfindet, dann passiert da heute gar nichts, es wird alles zwischengepuffert und wie die Leitung wieder da ist, wird das nachgearbeitet. Also da merkt der Anwender überhaupt nichts. Da sind wir in einer ganz anderen Welt heute. Was glauben Sie, wenn Sie mal so ein bisschen nach vorne blicken, wohin geht die Reise noch? Also ich meine mit Business Intelligence System, Direct Marketing Tools, CRM, da sind wir mit Sicherheit noch nicht am Ende der Fahnenstange, das ist völlig klar. Aber wenn Sie mal so einen Ausblick wagen, wo wird die Reise in dem Bereich hingehen? Wir haben in der Entwicklung ein System geplant, dass die Warenverteilung unabhängig von dem ERP-System und unabhängig von den Kanälen als oben draufgesetzte Lösung eben prüft und steuert. Wenn Sie, um bei dem Beispiel von jedem Filialisten zu bleiben, wir haben, die Versender haben alle sehr viel Kapital in der Ware gebunden, im Lager. So, und es ist eine Gratwanderung, diese Ware immer zum Saisonschluss möglichst runtergefahren zu haben, die Bestände, damit wieder Platz ist für neue Ware. Denn eine Altware, die verkauft sie im nächsten Jahr nur bedingt oder mit entsprechenden Nachlässen. Und unser Ziel ist, dass wir hier ein System finden, was nicht nur Wetterdaten, saisonale Schwankungen, dass alle Verkäufe in den Filialen oder in den einzelnen Vertriebskanälen, die gegeneinander abgleicht
optimiert und prognostiziert, wo ist welche Ware zu welchem Zeitpunkt erforderlich, welche muss dann entsprechend da sein. Da planen wir also eine Reduzierung der Warenbestände um 20-30%. Und wir haben da so einen Arbeitskreis zusammen mit dem Herrn Beer, der im BEVH, wie es hier neuerdings heißt, dort in dem E-Commerce-Arbeitskreis ist. Und mit dem zusammen wollen wir da eine neue Lösung für diese Zukunft, genau für diese Themen, für diese Thema Omnichannel Warendisposition gestalten. Okay, das heißt, Sie sind auch völlig davon überzeugt, dass, ich sag mal, der Versandhandel die Zukunft haben wird, wenn er es richtig angeht, im Multichannel tätig sein wird und mit Sicherheit auch Vorteile haben wird gegenüber reinen Internet-Online-Shops, die also kein Ladenlokal haben. Sind Sie dann der Meinung, dass da Versandhändler zukünftig, wenn sie es richtig angehen, mit der richtigen Technik, mit der richtigen Software, durchaus auch Vorteile haben werden, oder? Absolut, denn der Markt, der Wachstumsmarkt, der liegt zu 80% liegt der eben im Internet. Ja, das ist das Medium, was eben die Zukunft überhaupt steuert und unser ganzes Leben steuert. Denn wenn Sie heute sagen, es gibt kein Facebook mehr oder es gibt kein Internet mehr, dann würde ja die Welt zusammenbrechen. Das würde ja ins Mittelalter zurückfallen. Also diese Techniken, die werden sich weiter verfeinern. Es geht dann weiter mit mobilen Anwendungen, dass eben heute in Zukunft immer mehr mit dem Smartphone oder über App-Lösungen eben machbar ist, so wie man, oder das Thema Google Glasses, da sind wir auch mit einem Wirtsfolgeunternehmen dran, etwas für den Versandhändler eben zu bringen. Nicht, was die Privatsphäre des Kunden betrifft, sondern einfach, wie er viel besser, schneller, sicherer mit freien Händen funktionieren kann, wenn er eben eine Brille auf hat und dann darüber gezeigt bekommt, wo habe ich die Ware liegen und dann direkt greifen kann, die Ware, wenn das im Modebereich ist, hat er zwei Hände frei, muss also nicht mehr ein Funktioniergerät in der Hand haben und dann da irgendwelche Eingaben machen, sondern da kann die Ware von aus dem Regal rausnehmen, auf den Arm legen oder in die Fördertechnik einlegen. Das sind neue Techniken, die einfach in den nächsten Jahren den Durchbruch erreichen werden. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Was glauben Sie, warum hat der Versandhandel, ja, ich sag mal, ich will es nicht sagen, die Zeichen der Zeit recht spät erkannt, dass man auch den Fokus oder einen Schwerpunkt im E-Commerce, im Onlinehandel haben sollte? Was sind Gründe? Ist es so gewachsene Strukturen? Sind es Gesellschafterstrukturen, die sagen, nee, wir haben schon immer nur im stationären Geschäft oder im stationären Handel gearbeitet. Das, was die Pure Player machen, Amazon und Co., hat uns erstmal nicht zu interessieren. Was sind Gründe dafür, warum der Versandhandel immer noch so ein Stück weit manchmal zurückhinkt? Zumindest hat man das als Außenstehender das Gefühl. Ja, das liegt in der häufig in der Mentalität der Gesellschaften. Je größer ein Unternehmen ist, ob wir jetzt ein ehemals Quelle nehmen oder ein Neckermann, die sind einfach zu groß geworden, die sind zu schwerfällig. Und heute überlebt, wer flexibel ist, wer die Zeichen der Zeit erkennt und da sofort mitmacht, ausprobiert. Und Otto hat da auch viel Federn gelassen, aber die machen heute in den einzelnen Firmen, ob das dann auch bei Schigo jetzt zum Beispiel, bei Schwab ist, oder bei Meine oder bei einem Peter Hahn, der plötzlich aufgewacht ist und das Internet erkannt hat und da jetzt plötzlich wieder Zuwächse hat. Und andere Versender in dieser Gruppe, die sind zu schwerfällig, die haben dann auch eine zu alte Kundenzielgruppe. Wer da nicht permanent darauf achtet und sagt, was ist meine Zielgruppe, wie kann ich die motivieren, wie kann ich die einbinden, da gibt es da nicht ein Verfahren, sondern ich muss letztlich die Ansprache, die muss ich ja auf das Alter bestimmen oder Alter abstimmen, denn sonst, ich muss einen über 50-Jährigen oder 50 plus
den muss ich halt ganz anders als einen 20-Jährigen oder einen 16-Jährigen oder Schüler, Studenten und so weiter ansprechen. Das ist das eine interessiert den, der andere, wenn er das sieht, dann klickt er aus und dann sind wir weg. Ich hätte aber noch ein, was die Zukunft der Versender mit angeht oder den Mittelstand. Alle reden ja auch von Cloud, Cloud-Lösungen. Das ist durch die NSA ist das natürlich jetzt ein hat die Cloud-Entwicklung hier in Europa sicher einen Rückschlag erlitten. Aber ich denke, dass hier in 5 bis 7 Jahren auch im Mittelstand ein ganz großes Umdenken kommen wird, dass man erkennt und sagt, ich muss mich mit meiner IT gar nicht mehr so auseinandersetzen, ich muss das nicht mehr im eigenen Haus haben, sondern dass es irgendwo in der Cloud, im All oder irgendwo hinterlegt oder liegt bei großen Service-Providern. Und ich kann mich loslösen von IT-Problemen und ich kann mich eben voll dem Markt, meiner Zielgruppe, meinen Kunden widmen. Da wird die Reise sicher noch schwerlich sein, aber die wird unaufhaltsam, wird das kommen und man wird in 10 Jahren sagen, und warum haben wir uns so dagegen gewehrt? Es kommt, ins Amen bekannt. Okay. Ja, Herr Hartmann, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Es war sehr interessant, mal so einen Einblick zu gewinnen, wie Sie als Unternehmer und auch Unternehmen denken. Auch mal Ihre Meinung mal abzufragen, wo so die Reise hingehen wird. Ich danke Ihnen für die Zeit und ja, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön und Grüße. Danke. Danke.